Hätte ich doch da oben links sollen? Ich dachte, ich muss unten links. Ein Großhorn! Okay, wir haben Basna, Flair, Berserker und Angriff. Wir haben Erstschlag. Dann haben wir Wall, Basna, Hast und einen Angriff. Das tat weh. Beleben wir Richard wieder. Hier haben wir Shell. Und du hast Slow. Da hat Richard sogar noch wieder angegriffen. 1000 Gil erhalten. Zwei Großhörner. Machen wir Basna, Flair, Berserker und Angriff. Das hat sich gut angehört. Da hat Freyuni offenbar wieder einen tollen Buff bekommen. Weiter geht es mit Wall, Basna, Hast und einem Angriff. Sehr schön, das erste Großhorn ist besiegt.
weiter mit Baria. Shell. Slow. Und einem Angriff. Dann macht Frionier jetzt Shell. Maria hat Blind. Und die beiden dürfen angreifen. Wobei Guy gar nicht mehr nötig geworden ist. Gewesen ist. 1100 Gil erhalten. Bei Frionier ist die Weisheit hoch. Bei Maria ist die Intelligenz hoch. Bastna ist hoch. Bei Richard ist die Geschwindigkeit hoch. Dann wird wieder geheilt. Ah, da haben wir die beiden wieder. Dann macht Frien jetzt mal Bastna, Maria macht Flair, Guy macht Berserker und Richard greift an. Das tat weh, aber Guy hat es überlebt. Weiter geht es mit Wall. Hier haben wir Bastna schon fertig, also gleich Shell. Guy macht Hast. Und Richard greift wieder an. Und Guy ist tot. Beleben wir Guy wieder. Dann haben wir Blind. Und du greifst an. Dann
hatten wir schon. Barrier sind wir. Hier sind wir bei Sleep. Du bist noch bei Hast. Und du greifst an. Eine Giftbarriere wieder. Super. Maria ist immun gegen Tod geworden, Leute. Geil. Maria hat eine Antitodbarriere erhalten. Gut, das ist weg. Dann ist die Shell dran. Stun. Slow und Angriff. Dann Protection, Stopp und zweimal Angriff. Und den Keller halten. Bei Freon ist die Kräfte runter und dafür die Weisheit hoch. Bei Richard ist das Schwert hoch. Und wir haben Bakas no Sake. Okay. Was ist das? Das hört sich an wie ein Item. Also Alkohol, Leute. Das ist Wein oder Alkohol, der den Angriff steigert, aber dafür die Ausweichrate reduziert. Weg damit. Den brauchen wir nicht. Kurz noch heilen. Was haben wir da unten? Ah, da kommt wieder der Holzgolem. Erst Basna. Flare. Berserker und Angriff. Wir haben Erstschlag. Thank you.
Dann haben wir die Mauer. Shell. Oh. Mana reicht nicht mehr. Dann darf er ab sofort mit angreifen. Dann sind die Kämpfer ein bisschen schneller, Leute. Vielleicht auch nicht ganz. Naja. Okay, erst Guy wieder beleben. Hier haben wir nach Shell. Kommt Blind. Und du greifst an. Dann machst du Barrier. Du machst Sleep und die anderen beiden greifen an. Vier Leben nicht gefunden. Guy ist tot. Dann wird er halt wiederbelebt. Hier hatten wir gerade Sleep, dann kommt jetzt Stun und du greifst wieder an. Jetzt ist Richard um genau perfekt genau sein Leben, das er noch hatte. Schade. Okay. Dann beleben wir Richard wieder. Dann kommt Stopp und Guy darf angreifen. Schön, dass Richard auch gleich wieder angreift. Guy ist tot. Dann beleben wir Guy wieder. Und dann versuchen wir den mal in eine Kröte zu verwandeln. Oder auch nicht. ...1600 Kilo erhalten. Bei Freonier ist die Kräfte runter, dafür die Weisheit hoch. Race ist hoch. Super. Hoffentlich mehr Leben bei der Wiederbelebung.